Ja, hallo zu einem kleinen neuen Video von mir, mal wieder. Ihr seht schon, in letzter Zeit bin ich wieder öfter da. Es gibt so viele neue, schöne Produkte, die Dampferwelt geht ab. Pots, große Mods, kleine Mods, dicke Verdampfer, kleine Verdampfer, viel Wolke, schöne Farben, hochwertig. Ihr merkt schon, momentan ist das Dampferbusiness wirklich, es macht Spaß. Wir merken auch hier im Laden, von Woche zu Woche wird es immer mehr, es wird, die Nachfrage ist riesig. Wirklich, also es macht momentan, ist eines der schönsten Jobs auf der Welt. Wir freuen uns, wenn ihr in den Laden kommt. Hier gibt's Käffchen, was zu trinken, bisschen schwatzen. Wir nehmen die Geräte mit euch in Betrieb, ihr wisst Bescheid, Red Vape, oder? Wir fangen heute mal direkt an, ihr seht schon, New, New, New. Wir haben hier den Obelisk, einmal mit festverbautem Akku, die Seite, einmal mit Dual 18650er. Ich erkläre euch heute mal beide Geräte im Schnelldurchgang. Es ist ein einfacher, selbsterklärender Akkuträger. Trotzdem möchte ich ihn euch nicht vorenthalten. Soll in meiner YouTube-Sammlung auch nicht fehlen. Wir fangen natürlich an bei dem kleinen Bruder. Dann gehen wir zum großen. Da beschäftigen wir uns jetzt mal schnell mit dem Obelisk 120 FC. Das ist ein neuer Akkuträger von Geekvape. Kurze Eckdaten gehen wir gleich mal durch, damit wir immer schon im Eingemachten sind. Ihr seht, es gibt verschiedene Farben. Wir haben auch alle möglichen Farben hier. Wirklich hochwertiges, schönes Teil. Also mir gefallen die super. Ihr seht schon, verschraubter 510er, überhaupt verschraubte Teile, nicht verpresst und verklebt. Da bin ich nie so der Fan von. Ihr kennt mich. Hier haben wir, wie gesagt, die Built-in-Version mit dem fest verbautem Akku. Und zwar Dualzelle mit 1850 Milliampere zweimal. Ist nicht übel, also der kleine Scheißer hier, sage ich mal, der kann schon was, der hat Leistung, der hat Action, wird einfach schnell angeschlossen. Ihr braucht euch kein Ladegerät, keine Akkus drum kümmern. Der wird einfach geladen wie ein Handy. Er hat alles immer seine Vor- und Nachteile, das liegt im Auge des Betrachters. Jemand möchte Wechselakkus, jemand möchte aber auch einfach nur schnell anschließen. Geekvape bedient wieder mal beide, oder? Dann haben wir also wirklich unglaubliche 15 Minuten Fast Charging. Oben steht es auch noch. Wir sind Incredible 50-Minute Fast Charging Speed. Das ist wirklich sagenhaft. Also für zweimal 1850 mAh, wenn die wirklich in einer Viertelstunde geladen sind, dann sage ich Hut ab, Respekt. Also, ja. USB PD Safe Charging, das sind Sicherheitsprogramme für den Chip. Das heißt keine Unterüberspannung ab 10 Sekunden Zug. Also wenn man mehr wie 10 Sekunden zieht, stellt das Gerät selber ab. Sämtliche technische Überwachung und Feinheiten kann heute so ein Chip. Da braucht man sich wirklich nicht so viel Gedanken machen. Es ist sichere Software. Jawohl. USB Direct Charging, das habe ich schon angesprochen. Die neuen Geräte haben immer einen USB-Anschluss, USB-C-Anschluss, damit geht das relativ fix und sicher. Long Life Battery, das muss man natürlich erstmal ausprobieren, aber eigentlich ist Geekvape auch ziemlich zuverlässig mit ihren Angaben. Was draufsteht, steckt drin. Wie schon angesprochen, das Dual Cell 2x 1850 mAh Power. Portable Power Supply, das heißt interner Akku, das ist alles mit einem, man braucht sich hier keine Gedanken mehr machen. Und dann OTG Reserve Charge. Ich glaube, man kann, oder nicht, ich glaube, man kann das Gerät im Umkehrschluss nehmen, um andere Geräte wieder aufzuladen. Das ist wie eine Powerbank. Jawohl. So viel dazu. Das ist der kleine Obelisk 120, 510er Anschluss. Ihr seht, handlich. Gehen wir mal schnell noch ins Menü. Oh, jetzt habe ich ihn schon abgestellt. 1, 2, 3, 4, 5. Wie immer, das kennt ihr. Ganz einfaches Menü. Man kann Power, Temperatur, Bypass-Modus wechseln. Das würde ich immer aus der Beschreibung entnehmen. Da möchte ich euch jetzt nicht zu viel erzählen. Die wichtigsten Angaben haben wir vorne auf dem Display. Welchen Widerstand, wie viel Ampere, wie viel Volt und wie viel Puffs. Er hat einen Puff-Counter. Das kennt man so von den meisten Geräten. Es ist doch ziemlich, ja. Bleibt zum Glück immer gleich, man muss nicht alles neu lernen, aber doch recht interessant. Super coole, spannende Farben, schon einige auch verkauft. Das haben wir noch da. Jawohl, das ist der 120er. Jetzt kommen wir auch direkt zum 200er. Er hat ein bisschen andere Form. Ihr seht es am Rücken.
Sonst erkennt man schon, dass es ein Obelisk ist, dass sie beide aus dem gleichen Haus kommen. Das merkt man auf jeden Fall. Er ist für mich noch ein bisschen durch dieses Abgerundete hinten, ist er noch ein bisschen handschmeichliger, sage ich mal. Leicht, trotzdem hochwertig, hat einen coolen Akkudeckel. Moment, da nach vorne. Nach vorne schieben, dann kann man ihn abnehmen. Finde ich jetzt mal ganz gut. Kein Gelenk oder keine, diese Sprungfedern und diese Gelenke unten, weil das geht doch am allerersten kaputt. Ich glaube, wenn ich den hier einfach so aufschiebe, wegnehmen kann und hebt auch da, springt kein Deckel ab oder irgendwas. Das haben sie wirklich mal schlau geregelt. Ich bin der Meinung, dass am schnellsten unten diese Verschlusskappen immer kaputt gegangen sind. Dann knallen einen die Akkus raus. Mega unangenehm. Das hat Geekweb gut geregelt. Zwei 18650er, somit haben wir Minimum mit einem gängigen Akku momentan 6000 mA. Das macht dann schon Spaß. Da braucht man sich über den Tag keine Gedanken machen, dass der Akku nicht reicht. Genauso verarbeitet wie der andere, verschraubt. Hochwertig, habe ich vorhin schon erwähnt. Ich finde das Ding wirklich cool. Parameter sind nochmal ein bisschen anders. Smallest Dual Battery Mod, das würde ich auch unterschreiben. Also für zwei Akkus ist der wirklich super klein fein. Da haben wir früher so riesen Trümmer mitgeschleppt. Das haben sie heute schön klein kompakt. Dann Double 18650, wie ich schon erwähnt habe. Pro Akku 3000 mA sind 6000 mA. Da hat man recht Leistung. 200 Watt maximal, was ich aber bezweifle, dass das jemand dampft. Easy to carry, das stimmt. Ihr seht es auch schon wieder mit diesem Handzeichen. Er ist wirklich ein Handschmeichler. Lässt sich schön auch bedienen und alles. Gefällt mir. Und dann haben wir CNC Aluminium Body. Das ist aus einem CNC gefräst. Gefräster Block. Alu-Block. Das meinte ich mit dem hochwertig. Merkt man sofort, wenn man in der Hand hat. Das sind zwei super Geräte. Mir gefällt Geekweb sowieso. Auch die wasserdichte Reihe von denen. Diese hochwertigen Sachen hier. Finde ich wirklich... Ja, kommt euch die mal anschauen. Ich habe schon einige in Bestellungen sogar. Die Leute fragen mich nach dem Obelisk. Wie immer erhältlich online in Heeresau, in Brig. Wir nehmen das gerne mit euch in Betrieb. Wir schauen es euch mit euch an. Kommt vorbei. Danke für eure Zeit und bleibt gespannt bis zum nächsten Video. Die sind schon in Arbeit. Ciao miteinander.